Hallo, hier ist Quert von pocketpc.ch und heute möchte ich euch das kostenlose Spiel Move the Box zeigen. Wenn man ein Spieler macht, kommt man gleich direkt zu dem Level Select Screen. Man kann hier einfach einmal die Lautstärke an- und ausmachen. Ansonsten hat man hier die Level, die man spielen kann. Und Ziel des Spiels ist es eigentlich, dass man immer versucht, drei Boxen nebeneinander oder der gleichen Farbe nebeneinander zu kriegen, mindestens. Man kann auch 4, 5, 6 unendlich Boxen nebeneinander packen. Und muss diese Boxen dann immer in verschiedenen Kombinationen zu Fall bringen. Ihr seht, hier ging es mit 4 Boxen. Jetzt gibt es verschiedene Farben. Und das Ganze wird später immer komplizierter. Dass man auch ein wenig bedenken muss, wie man die Boxen fallen lässt. Man hat immer 2 Züge hier unten. Also nachher gibt es noch mehr Züge, aber erstmal sollte man das in wenigen Zügen lesen können. Ihr seht hier, dass ich hier schon irgendwie nicht weiterkomme. Das war jetzt auch nicht so toll. Out of turns. Hier oben kann man zurückgehen. Man kann hier wieder zurückgehen oder aus dem Spiel raus. Eigentlich. Klappt jetzt nicht so gut, man kann aber den Zurück-Button dafür benutzen. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Ist wie gesagt kostenlos im Android-Markt verfügbar. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne unseren Channel abonnieren. Hier einen Daumen hoch machen, das Video favorisieren. Oder uns auf www.pocketpc.ch besuchen. Dort im Forum, im Apps-Bereich könnt ihr gerne einmal in dem App-Vorschlage-Thread, der oben angepinnt ist, gerne mal auch eine App vorschlagen, die wir hier euch zeigen sollen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.